Hallo und herzlich willkommen beim AVD. Mein Name ist Bernd Konrad und ich darf Ihnen und euch heute das Elektroauto Cupra Born vorstellen. Cupra Born basiert auf dem MEB genannten modularen Elektrobaukasten des Volkswagen-Konzerns, ist also ein Zwillingsbruder des VW ID.3 und wird auch wie dieser übrigens in Zwickau gebaut, bei uns in Deutschland. Die Grundkarosserie ist die gleiche, aber der Born unterscheidet sich vor allem an der Front vom ID.3. Wir haben diese zugespitzten Scheinwerfer, eine flachere Front. Er wirkt also weniger rundgelutscht, sondern so ein bisschen angriffslustiger. LED-Scheinwerfer sind serienmäßig, aber man merkt schon die Konzernhierarchie, während es bei VW optional IQ-Light genannte Matrix-LED-Scheinwerfer gibt, kommt der Cupra Born einfach mit LED-Scheinwerfern mit Standard-Fernlichtassistent ohne adaptive Funktionen. Kupferfarbene Einlagen sind ja ein Markenzeichen von Cupra. Das Logo ist auch kupferfarben, sowie der Schriftzug. Und das kann man dann auch noch eskalieren mit Felgen zum Beispiel. Unser Testwagen hier trägt die Farbe Vaporgrau und hat, wie ich finde, dann ganz geschickt kombiniert die optionalen 20 Zoll Felgen ohne kupferfarbene Elemente. Und das, finde ich, passt so ganz gut zusammen. Das sieht schon ganz schick aus. 4,32 Meter lang ist der Born, also ein echter Kompakter, ufert nicht zu sehr aus. Auch hier an der Seite sehen wir sportliche Designdetails, zum Beispiel die Schweller hier mit so einer angedeuteten Aerodynamikwelle, die eben auch so ein bisschen das dynamisch lässige Cupra-Image im Design transportieren. Wie der ID.3 hat auch der Born in der C-Säule so ein Designelement hier mit so einem Rautenmuster. Und am Heck einen recht steilen Abschluss, einen großen Spoiler für die Aerodynamik. Das hat aber nichts mit Sportlichkeit zu tun, sondern vor allem mit Effizienz natürlich. Ein durchgehendes Lichtband und dann hier den großen Markenschriftzug. Die Heckklappe öffnet, indem das Logo gekippt wird, und gibt den Weg frei in einen 385 Liter großen Gepäckraum. Also das ist so salopp gesagt Golfniveau. Hinter der Ladekante geht es auf den doppelten Ladeboden. Darunter ist dann ein Unterflurfach, wo wir jetzt gerade so ein bisschen achtlos das Ladekabel hineingeworfen haben. Die Lehne der Rücksitzbank ist ein Drittel, zwei Drittel geteilt umlegbar. Kommen wir doch nochmal vom Ladekabel zum Thema Laden. 11 kW ist die Ladeleistung für Wechselstrom, also an der Wallbox oder an der Ladesäule. Und über CCS fließt der Gleichstrom ins Auto und da hat die größere Batterie mit netto 77 Kilowattstunden Speicherkapazität einen kleinen Vorteil, denn hier werden bis zu 135 Kilowatt Ladeleistung möglich gemacht. Beim kleineren Akku sind es 120 kW Ladeleistung. Das können wir heute leider nicht ausprobieren, weil uns die Zeit nicht ausreicht. Wir haben hier eine Veranstaltung, wo wir das Auto Probe fahren können. Und wir werden es nicht schaffen, den Akku komplett leer zu fahren. Da müssen wir jetzt einfach mal den Prospektwerten glauben. Was wir aber ausprobieren können, ist, wie geräumig ist er denn, der Born. Und deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt direkt zur Sitzprobe. Hier hinten sitzt man ganz nah am Geschehen, denn die MEB-Basis beschert ja reinen Heckantrieb. Es gibt also den Motor an der Hinterachse, der auch die Hinterräder antreibt. Das passiert dann eben hier ein bisschen weiter unten. Man sitzt dann auf dem Batteriepaket, das im Fahrzeugboden eingebaut ist. Das bedeutet, dass der Innenboden ein bisschen höher ist. Man muss also als großer Mensch dann schon die Beine etwas anwinkeln. Hier im Cupra Born mit dieser Viersitzer-Konfiguration, wir sehen hier in der Mitte so ein ausgeformtes Ablage, keinen Sitz, passt das ein bisschen besser durch die betonte Ausformung der Sitze. Eine Mittelarmlehne gibt es mit zwei Cupholdern und da kann man sich schon bequem machen, weil auch die Kniefreiheit und die Kopffreiheit ganz gut passen. Leider gibt es keine Lüftungsausströmer für die Vorpassagiere,
aber immerhin zwei USB-C-Anschlüsse, um Geräte mit Strom zu versorgen. Außerdem haben wir Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitzdehnen und ISOFIX-Bügel. Das ist sehr gut gelöst mit diesen Klappen. Die sind dann gut erreichbar und man macht sich, wenn man hier mit dem Sitz hantiert, nicht den Stoff kaputt. Der ist übrigens hier im Testwagen mit diesem grauen Mikrofaserstoff und den kupferfarbenen Einlagen Teil einer Option. Das ist ein Optionspaket. Serienmäßig ist Stoff aus Recyclingmaterial. Auch hier ist Recyclingmaterial drin und auch in den Fußmatten. Da steht es auch, das Econylmaterial. Da werden dann auch recycelte Kunststoffe von Plastikabfällen gewonnen, die in der Heimat der Marke Cupra vor Barcelona aus dem Meer gefischt werden. Weiter geht's ins Cockpit. Die Sitzposition vorne ist sehr bequem. Die Sportsitze bieten guten Seitenhalt. Die integrierten Kopfschützen sind auch hoch genug. Und bei der Sitzausstattung hat der Born dann auch, finde ich, einen Vorteil gegenüber dem ID.3, denn die Sportsitze, die serienmäßig sind im Born, die sind echt nochmal deutlich bequemer. Mit der optionalen Innenausstattung, die ich erwähnte, kommen dann übrigens im Paket auch elektrisch einstellbare Vordersitze mit einer Massagefunktion für den Fahrersitz. Eine Sitzmemory zum Einspeichern verschiedener Positionen gibt es aber leider nicht. Nicht nur außen ist der Cupra Born in meinen Augen der bisschen schickere ID.3, sondern auch innen, denn er zeigt hier ein bisschen bessere Materialqualität und Auswahl, auch bedingt durch diese Textileinlage hinter dem Lenkrad. Wir haben hier so eine gummierte Oberfläche, eine silberne Einlage und natürlich darf auch viel Kupfer nicht fehlen, ganz klar. Die Mittelkonsole unterscheidet sich auch vom ID.3, die ist hier nicht ganz so offen, also die ist höher, das soll ein bisschen sportlicher wirken und wir haben hier eine Jalousie. Darunter haben wir dann eben die Cupholder und ein Ablagefach. Das Smartphone lädt, man hört schon, es fällt nämlich runter, induktiv hier. Und da ist es dann eigentlich gut aufgeräumt, aber auch in manchen Fahrsituationen rutscht es dann hier über die Kante. Da finde ich, sollte man noch so ein paar Millimeter mehr Kunststoff in der Kante einbauen, dann wäre das da sicherer. Hinter dem Lenkrad blickt man auf das kleine 5,3 Zoll Display. Das kennen wir so auch aus dem ID.3. Da kann ich dann hier mit der View-Wish-Funktion die Fahrassistenten kleiner und größer schalten. Rechts daneben haben wir den Wheelhebel für das Eingang-Reduktionsgetriebe. Kann ich dann hier eben auf D schalten und dann auch eine Rekuperationsstufe einstellen, wo dann einfach ein bisschen mehr Energie rekuperiert wird. Allerdings kein One-Pedal-Drive, denn die Rekuperation läuft komplett gesteuert über das Bremspedal und die Software entscheidet dann, wann eben die Bremsen wirklich physisch dann eingreifen müssen. Hier im 170 kW Born gibt es übrigens größere Bremsscheiben. Das ist auch eine Mehrausstattung im Vergleich zum Standardmodell mit der kleinen Batterie oder mit der weniger Leistung auch und es gibt auch 19 statt 18 Zoll Leichtmetallfelgen. Eine Zollgröße gibt es auch fürs Display, nämlich 12 Zoll, das ist leicht zum Fahrer hingeneigt und ist als Touchscreen eben hier dann ausgelegt. Das heißt, alle Fahrzeuginformationen, Fahrassistenten, Drive Profiles, also Fahrprofile oder Fahrmodi, Navigation etc. läuft alles über den Touchscreen. Das läuft mittlerweile auch relativ flüssig meistens. Manchmal so nach dem Hochfahren dauert es noch ein bisschen. Hier mal schon die aktuelle Software im Auto, die dann auch eine Fahrspurempfehlung eben anzeigt durch die, bei der Navigation. Das sind dann so die kleinen, aber feinen Unterschiede. Die nachts unbeleuchteten Slider bleiben leider. Hier für Lautstärke, dann die Klimatemperatur oder auch die Sitzheizung kann ich dann hier durch zwei Fingertipp ansteuern. Das ist nachts nicht so gut sichtbar, aber soll eben auch diese Knopflosigkeit dann hier unterstreichen, die der VW-Konzern hier geht. Das führt auch dazu, dass es zum Beispiel nur noch zwei statt vier Fensterheberschalter gibt. Da muss man dann umschalten, um die hinteren zu bedienen. Also alles hier über den Touchscreen bedienbar. Natürlich haben wir Apple CarPlay und Android Auto drin. Das Beats-Soundsystem ist optional hier im Testwagen eingebaut. Ich sagte, das ist alles knopflos. Dennoch haben wir in dem Testwagen hier einen Knopf mehr, denn wir haben das Sportlenkrad mit diesen Tasten hier und eben auch der Cupra-Taste. Das ist dann für den E-Boost die Tastenfunktion und ich kann die Fahrmodi, die ich gerade gezeigt habe, auch hier über das Lenkrad dann ansteuern oder dann hier eben den Cupra-Modus direkt anwählen. Einen Startknopf brauche ich nicht drücken, es gibt ihn zwar, aber wenn ich hier sitze, auf dem Fahrersitz, das Auto ist aktiviert, dann weiß das System, okay, Fahrer und Auto sind startklar, man drückt den Hebel hier nach vorne auf D oder B und los geht die Probefahrt.
Cupra Born ist der Zwilling des VW ID.3, aber beim Fahren unterscheidet er sich schon ein bisschen von seinem Bruder und zeigt damit eben auch die Ausrichtung der Marke. Er liegt so ein bisschen straffer, er ist ja auch um bis zu 15 mm tiefer gelegt. Wir haben hier 20 Zoll Leichtmetallfelgen auf dem Testwagen als Option montiert und damit liegt das Auto schön straff, gibt ein gutes Feedback von der Straße. Die Lenkung ist ansprechend direkt, also der Fahreindruck ist ein bisschen zackiger, straffer und direkter als der im VW ID.3, ohne dass aber wirklich Welten zwischen beiden liegen. Der Antrieb drückt von hinten, vor allem wenn man jetzt hier voll aufs Fahrpedal drückt, dann spürt man das. Wir haben ja eben den Heckantrieb mit dem Motor hinten und Antrieb hinten. Die Variante, die wir hier fahren, ist ja die leistungsstärkere 170 kW Variante. Diese 20 zusätzlichen kW sind aber nicht ständig präsent, sondern werden entweder bei Druck auf die Cupra-Taste abgerufen, hier im Lenkrad. Dann hat man 30 Sekunden lang eben diese 20 Zusatz-KW oder egal in welchem Fahrmodus ich bin, auch zum Beispiel im Komfortmodus. Und wenn ich dann voll auf das Fahrpedal trete und den Kickdown-Widerstand drücke, dann habe ich eben auch diese Zusatzleistung. Also das ist so der, ja, der E-Boost sozusagen, den der Cupra Born dann bietet. Die Standardvariante hat eben 150 kW oder 204 PS nach alter Währung. Hier haben wir die 100 bis 270 kW, 231 PS. Wählen kann man dann mit dieser E-Boost-Variante bei der Akkugröße. 58 Kilowattstunden netto sind Serie. Das gilt auch für die schwächere Motorisierung. Und in diesem Testwagen hier ist der 77 Kilowattstunden große Akku eingebaut. 82 sind es brutto und 77 eben davon netto nutzbar. Was bedeutet das so im Alltag? Wir sind jetzt hier bei minus 0,75 Grad gestartet und der Akku ist voll geladen über Nacht, zeigt eine Reichweite von 320 Kilometern an. Was dann davon übrig bleibt, können wir heute am Ende der Testfahrten nach den Bordcomputerangaben erzählen. Wir haben das Auto einen halben Tag zum Probefahren und können deswegen jetzt leider nicht den Akku leerfahren, nachladen und wieder leerfahren, also einen möglichen Testverbrauch ermitteln, sondern werden dann hier einfach jetzt anhand der Bordcomputerangaben dann nachher die potenzielle Reichweite berichten und damit das dann ableiten. Aber jetzt wollen wir erst noch mal ein bisschen das direkte Ansprechverhalten genießen, die gute Rundumsicht durch die schmalen A-Säulen, gerade hier so auf kurvigen Bergstraßen, genauso wie aber auch im Stadtverkehr. Die Fahrleistungen. In 7 Sekunden geht es mit dieser Variante hier von 0 auf 100 unter Idealbedingungen. Mit dem kleineren Akku wären es 6,6 Sekunden. Da merkt man eben das Mehrgewicht, knapp 130, 140 Kilo wiegt der große Akku mehr. Und die 150 kW Variante mit dem kleinen Akku schafft es in 7,3 Sekunden. Die 160 km/h Höchstgeschwindigkeit sind bei allen gleich, das ist elektronisch begrenzt. Auch bei allen gleich ist das Drehmoment von 310 Newtonmetern. Das liegt ja typisch E-Motor direkt an. Also wenn ich jetzt hier aufs Fahrpedal gehe, geht es munter voran und das macht echt Spaß. Ab 37.220 Euro gibt es den Cupra Born. Er ist auf den ersten Blick minimal teurer als der VW ID.3, hat aber Leichtmetallfelgen serienmäßig und die besseren Sitze, außerdem angenehmere Materialien innen. Er ist dann trotz mehr Ecken und Kanten, wie ich finde, schon das etwas rundere Angebot. Die höhere Leistung kurzzeitig kostet 1380 Euro Aufpreis und mit dieser Leistungsstufe kann man dann auch das größere Batteriepaket dazu kaufen. Dann summiert sich aber der Preis für den Cupra Born schon auf 44.300 Euro. Unser Testwagen hier hat nochmals größere Räder, nämlich 20 Zöller, die optionale Innenausstattung, Head-Up-Display, Wärmepumpe, die leider auch immer aufpreispflichtig ist. Und dann stehen dann schon über 53.000 Euro Listenpreis. Dann hier unterm Strich. Dann kann man eben noch den Umweltbonus, die Umweltprämie von aktuell 9.570 Euro mit Mehrwertsteuer auf den Herstelleranteil abziehen. Kommen wir zum Verbrauch.
Wir haben jetzt hier dem Bordcomputer Glauben geschenkt. Wir waren jetzt eben einen Tag unterwegs. Den Akku haben wir noch nicht leer fahren können. Wir sind bei nicht idealen Bedingungen unterwegs, deutliche Minusgrade den ganzen Vormittag. Mittlerweile hat sich jetzt in den Nachmittag hinein ein bisschen um den Gefrierpunkt bewegt. Zwischen 24,5 und 25 Kilowattstunden, sagt der Bordcomputer. Das heißt, die Reichweite liegt so bei ungefähr 300 Kilometern hier im Winter. Klar, der Akku muss immer geheizt werden. Das ist natürlich dann Stress für die Technik. Und im Sommer dürfte man dann schon so Richtung 380, 400 oder gar mehr Kilometer, je nach Fahrweise, kommen mit dem großen Akku. Das waren die ersten Eindrücke, die ersten Ansichten zum Cupra Born. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald hier auf dem YouTube-Kanal des AVD. Tschüss.